Hallo zu meinem Video zum Ozone Scirocco 3. Nachdem ich den Speedster 3 bereits kurz in einem Video vorgestellt hatte, freue ich mich nun, den Leichtschirm von Ozone in dieser Kategorie zu fliegen. Was mir direkt am Boden auffiel war, dass der Schirm selbst bei stärkerem Wind ruhig am Boden blieb, ganz im Gegensatz zum Speedster. Das Steigverhalten ist gut, am Start brauche ich mit diesem etwas kleineren Schirm ein kleines bisschen mehr Bremseinsatz zum Abheben. Hier nun meine direkten Eindrücke vom Auspacken. Hallo! Ja, nach vielen, vielen Tests und einer ganzen Menge Schirme habe ich endlich hier einen neuen Schirm. Ich mach mal auf und dann gucken wir mal, was es geworden ist. Es ist ein Ozone Scirocco 3 in 26 Quadratmeter. So, was ist noch dabei? Eine Speedbar von Ozone ist gleich noch mit dabei. Hier das übliche Beutelchen, was eben immer so dabei ist. Ein paar Sticker, ein paar Segelaufkleber für Reparaturen, ein Flaschenöffner und gleichzeitig noch ein Schlüssel für die Leinenschlösser. Und was man hier auch noch sieht, zwei zusätzliche Steuergriffoptionen, um den Schirm umzubauen von der TST-Steuerung auf die 2D-Steuerung und natürlich noch ein kleiner Schlüsselanhänger. Hört euch das an, ganz neu ist das schön. Und da haben wir ihn. Ozone Scirocco 3. So, dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Mit der Kamera in der Hand. Na, ist es nicht herrlich. Ja, und dann gucken wir mal, wie er sich so fliegt, wenn wir ihn denn dann oben haben. Das Landeverhalten ist ruhig, mit ähnlicher Energie zum Ausflären wie beim Speedster. Ein Anfängerschirm ist dieser Schirm nicht. Genau wie der Speedster eben auch nicht. Aber mir macht der Schirm sehr viel Spaß. In den Kurven geht er auf Wunsch eng um die Ecke, fliegt aber auch hands-off lange Strecken stur geradeaus. An diesem Tag war es sehr ruppig in der Luft. Unter dem Schirm merkt man zwar, dass es in der Luft holprig ist, aber von Klappern oder ähnlichem Verhalten keine Spur. Wenn man es drauf anlegt, so wie ich an diesem Tag, war auch eine Fassrolle fliegbar. Nur zeigen kann ich die hier nicht, weil ich bei sowas keine Kamera in der Hand halte. Ich hoffe, euch gefällt mein Video. Bitte lasst mir doch ein Abo da und vielleicht auch ein Like. Tschüss, bis zum nächsten Mal,